So, ihr Lieben, hier ist der zweite Haul. Ist gemischt zwischen dem Laden Black und dem Laden Teddy. Ich zeige euch jetzt die Sachen erst vom Black und nachher zum Schluss vom Teddy, weil da sind es nicht so viele. Ich habe einmal eine Grillbürste gekauft. Die hat 1,12 € gekostet. Ich habe bezahlt 31,15 €. Und ja, einige tolle Sachen. Jetzt muss ich trotzdem gucken. 1,12 €? Jetzt sehe ich es wieder nicht. Gut. Ach Quatsch, 89 Cent. Ja, 89 Cent. Dann habe ich wieder mal mitgenommen diese Briefumschläge. Die haben 59 Cent gekostet. Ich muss aber mal gucken. Wenn ich zeige euch zum Schluss mal den Kassenbon so grob durch. Weil so eine Sache darf, kann ich euch nicht zeigen, beziehungsweise zwei. Dann habe ich mir einmal diesen Handspender gekauft, der ist voll groß. Und da möchte ich gern Duschgel reinmachen. Da ist jetzt auch Duschgel drin und das möchte ich wieder auffüllen, weil ich finde das immer sehr praktisch, unter der Dusche zu stehen und das nachzufüllen. Ich hatte jetzt eins vom Action, das sieht jetzt aber durch unser kalkhaltiges Wasser nicht mehr so schön aus. Ne? 2,02 € hat der gekostet. Finde ich vom Preis her top. Dann habe ich gekauft ein Spiralnotizbuch. Das kriegt wieder die Kleine von meiner Cousine zur Einschulung. Die steht total auf Pferde. Dann habe ich mir ein Tablett gekauft. Das möchte ich gern mal gestalten. Das hat jetzt 86 Cent gekostet. Das ist so ein bisschen instabil, habe ich schon gesehen. Das gibt hier schon nach, aber ich denke, wenn man das dann verschönert, ob mit Farbe oder Serviettentechnik oder wie auch immer, dann ist das etwas stabiler. Dann fand ich voll toll diese Autos, diese Matchbox. Die haben 5,15 € gekostet. Kosten vergleichbar irgendwo anders 6,99, 7,99, 8,99. Und fand ich voll toll, mussten mit. Momentan ist er so, ja, voll auf Autos. Dann habe ich mir diese Faltboxen mitgenommen. Die haben 88 Cent gekostet, die zwei, in der Größe 20x20. Ich hoffe, ich muss mal gucken, ich wollte da Papier reinmachen, dass das da reinpasst. Dann habe ich mir einmal Elastikkordel mitgenommen. Da sind 3 Meter drauf, die hat 38 Cent gekostet. Entschuldigung. Dann durften mit diese coolen Glitzersteine. Die haben gekostet 66 Cent. Also auch ein sehr toller Preis. Deswegen direkt dreimal. Dann habe ich mitgenommen, ist eine Federmappe. Für 1,33 € ich möchte die gern zulassen, weil ich möchte die verschenken. Die ist von der Firma Brunnen. Und ich glaube, die ist mindestens das Dreifache vom Preis her. Das ist so eine Federtasche, da kann man dann Stifte etc. reinmachen. Fand ich sehr schön. Gab es zwei Motive, einmal mit Eule, einmal mit. Also in Blau für Jungs. Dann habe ich diese coolen Boxen gefunden und die waren ein absoluter Schnäppchenpreis. Muss man hinten drauf ab und angucken. Die haben 38 Cent gekostet. Nicht schön, aber ja. Und die sind natürlich auch gefüllt. Da durften nämlich nochmal mit diese Autos. Die haben gekostet 88 Cent. Also günstiger als in meinem Euroladen. Günstiger als bei Action. Bei Action haben sie 1,29 € gekostet, aber ja, musste dann auch mal sein. Dann hatte ich Batterien gekauft. 1,19 € haben die gekostet. Ihr könnt das ab und an hier unten erkennen. Die letzten drei Zahlen oder vier Zahlen ist das, was es gekostet hat. Ist bei Teddy auch so. Ist ja die Tochtergesellschaft und die sind immer der super Knallerpreis. Die kosten irgendwie nur 39 Cent. Ich weiß nicht warum. Die sind auch noch ewig haltbar. Aber ein Schnäppchenpreis bis 12.2019. Also die müssen dann auch immer mit. Dann habe ich gekauft diese Tüten nochmal. Die waren 55 Cent. Die kennt, glaube ich, auch jeder. Da eine Box nicht ging, mussten natürlich zwei mit für den Preis. Eine Idee größer hat 76 Cent gekostet. Und dann nochmal höher. Dann musste ich unbedingt. Ich hab, oh, jetzt sehe ich gerade, die sind schmutzig. Auweia.
mussten die mit und die knallen ja wohl mal so richtig, richtig doll. Da sind 90 Stück drin und die haben gekostet 1 Euro. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Wo sind sie denn? 1 Euro 58. Also da kann man auch auf alle Fälle nicht meckern. Und wie gesagt, 90 Stück sind da drin. Dann habe ich mitgenommen, fand ich sehr, sehr schön, mit Liebe verpackt. Eins kam 38 Cent und es sind, eins habe ich schon aufgemacht, ich glaube 3 Blätter drin. Also für den Preis und ich hoffe, sie kleben gut. Möchte ich mal testen. Ja, mit Kleben müssen wir mal gucken. Wenn nicht, kommt halt nochmal ein Stück doppelseitiges Klebeband drauf. Also auf alle Fälle, ja, sehr cool. Die durften mit. Und ich habe diese Puffy-Sticker entdeckt. Da stand gar kein Preis dran, also so bei verschiedenen Sachen stand kein Preis dran. Zwei Sachen habe ich auch da gelassen, was mir persönlich zu teuer war. Wo sind sie denn? Mai! Pop-up, 52 Cent. Also die durften dann auch noch mit. Mit die Fische fand ich voll witzig. Und deswegen durften die mit. So, und dann habe ich noch mir diese... heißt es Memory Decks Kartenbox gekauft? Also ich habe gedacht, dafür kann man die bestimmt nehmen. Ich weiß halt nicht mit dem Abstand, ob das so hinhaut. Aber halt andersrum. Jetzt knickt sich das hier vorne wieder. Das ist eigentlich für Visitenkarten. Aber ich dachte als Halter, und passt mal auf, ist es doch optimal, oder? Also ich werde es vielleicht so nutzen, weil ich habe mit diesen Memory-Dex-Karten nicht ganz so viel zu tun, dass ich mir, das kann man sehr schön rausmachen, Visitenkarte gestalte. Eventuell, dass man dann oben drauf etwas klebt und dann mal tauscht oder verschenkt. Mal gucken. Also ich weiß noch nicht genau. Also wenn ich mal was damit gebastelt habe, zeige ich euch das auf jeden Fall. Und das hat 3,15 Euro gekostet. Fand ich preislich auch in Ordnung. Und durfte halt mit. Also das, ja. Und dann fehlen noch, ich glaube, jetzt habe ich euch aber alle Preise genannt. Es fehlen noch zwei Artikel, die kann ich euch aber leider nicht zeigen. Gut, ihr Lieben. Jetzt fehlt das noch vom Tee, fällt mir gerade ein. Ich würde schon Tschüss sagen. Habe ich beim Tee die Stempelkissen nochmal gekauft. Ich hatte ein blaues und finde das voll toll. Jetzt habe ich gedacht, kaufen wir nochmal 3 Stück nach. Die kosten 75 Cent. Dann habe ich zum Verschenken dieses Buch gekauft, weil ich kenne eine Mia. Und ach, ich fand das so süß mit den Elfen hier drin. Dann fand ich voll cool diesen Spruch. Das hat 1 Euro gekostet. Dann habe ich mir diese mitgenommen, das möchte ich eventuell ausschneiden und da hinten sind noch 2 Karten drin und für 10 Cent fand ich das super. Das zum Beispiel ist in Ordnung, aber das ist so ein unrealistischer Preis, wo ich denke, nee, ist klar. Und ich habe ja eigentlich Anmastiker, ne? Aber die sind doch mal zuckersüß, die mussten unbedingt noch mit. So, ihr Lieben, das war's. Jetzt muss ich irgendwann mal auch wieder basteln. Noch habe ich nicht ganz so viel Zeit, aber das kommt. Ihr Lieben, tschüss. Bis zum nächsten Video.